Wir gucken jetzt, tatsächlich, schauen wir jetzt Squid Game in Minecraft von meinem 10-jährigen Bruder. Der Junge ist 10 und hat einfach Squid Game nachgebaut. Kurze Anmerkung, mein kleiner Bruder, der ist erst 9 Jahre alt, er hat mir ein falsches Alter angegeben. Ja, er ist 9. 9, 9. Es ist insane. Ohne irgendwelche Mods, ohne alles. Einfach so. Hallo? Ich gucke jetzt Squid Game in Minecraft. Ja, ich mach mein iPad direkt an. Du machst dein iPad direkt an? Ja. Okay. Du bist schon im Stream einfach. Ey, was ist mit Minecraft los? Guck mal, Minecraft macht gar nichts. Was hast du gemacht? Warum bist du so? Okay, so. Das ist Squid Game von meinem 10-jährigen Bruder. Guck mal, er hat alles nachgebaut. Alles mit der Hand. Hier ist dieses Main-Zimmer, dieses Entrance-Zimmer. Guck mal, hier sind die ganzen Bette. Er hat Squid Game nicht mal gesehen. Er hat die Serie nicht mal gesehen. Aber hat es halt nachgebaut von halt Videos, die er gesehen hat, glaube ich. Also die ganzen Ami-YouTuber, die machen ja irgendwelche Squid Game-Videos, wie die Roblox oder Minecraft spielen. Und er ist einfach nachgebaut. Da sind die Bette. Guck mal, der hat sogar hier die Wächter. Die haben rote Outfits. Mit alle mit so Armbrust einfach. Wenn jemand dann irgendwas Falsches macht, wird er abgeschossen. Hier sein Outfit. Er ist einfach der Frontman. Er ist der Frontman geworden. Hier ist dieser Room, wo dann alle anfangen. Hier ist das Geld. Hat er nachgebaut mit Goldblocks. Insane. Es ist so viel Arbeit. Der hat hier so viel Zeit rein investiert. Und ich verstehe nicht, was los ist mit der Gesellschaft. Das ist, was auch immer das hier sein soll. Anscheinend, keine Ahnung, Bilder oder so. Ich weiß es nicht. So, das ist dann dieser Main-Raum, wo die Leute dann landen. Und jetzt geht's weiter. Jetzt geht's wirklich rein in Squid Game. Pass auf. Man läuft dann durch die Halle, genauso wie in Squid Game. Der Junge ist 10 Jahre alt. Ihr müsst das im Hinterkopf behalten. Der, praktisch gesehen, wurde er gerade erst geboren. Ihm wächst gerade der vierte Zahn und ist wahrscheinlich jetzt gerade Apfelmus. Guckt euch das an. Das ist diese Halle, wo dann diese Musik spielt, wo die dann immer diese Treppen hochlaufen müssen. Und diese Wände, das hat er selber gebaut. Er hat keine Commands oder so verwendet. Das ist alles mit Hand gemacht worden. Der hat alles Block für Block diese Wände hier gemacht. Ich habe das gesehen, wie er das gebaut hat. Das ist 1:1, so eins nach einfach diese Blöcke, Junge. Er ist insane. Wo ist jetzt, wo ist das erste Game? Ich glaube, das war hier, ne? Ja, das muss einfach hier sein. Hier ist das erste Game. Das lägt ein bisschen, weil das Game überfordert ist. Aber pass auf! Einfach nochmal! Der ist 10, Junge! Der hat einfach alles, wirklich, der hat nichts mit Mods oder so, alles mit der Hand gebaut, mit Blöcken. Einfach, einfach so. Die ganze Halle hier, hier sind dann die Leute, die Wächter hier mit Armbrust, die passen auf, dass die rote Linie und und hier fängt dann das erste Game an und das funktioniert wirklich. Das Ding ist, das ist jetzt nicht nur irgendwie Design, es geht wirklich. Guck mal, die sind am Feiern, dass sie es geschafft haben, die sind über die Linie gekommen. Nämlich, dieses Spiel funktioniert so, ich habe das mit ihm gespielt. Er stand dann hier und wenn er diesen Knopf drückt, dann hat die Puppe ihre Augen zugemacht. Und das heißt, man darf laufen. Und dann hat er nochmal auf den Knopf gedrückt. Und da musste ich stehen bleiben. Und wenn er mich erwischt hätte, dann hätte er mich mit der Armbrust abgeschossen. Insane. Weil man kann halt keine Musik einblenden. Man kann nicht. Boku na kutsi piatsumi. Das geht nicht. Deswegen hat er das einfach so gemacht. Wirklich, es ist so insane schlau. Der ist 10 Jahre alt, isst jetzt Apfelmus im Wohnzimmer, schaut sich den Stream an und hat einfach Squid Game durchgespielt. Einfach ausgelöscht. Dann habe ich dieses Game gewonnen. Natürlich, weil ich halt der Profi bin. Und dann ging es weiter zum nächsten Game. Und hier ist dieses Honey Comp-Dings. Also, in Squid Game funktioniert das Game ja so, dass die sich in eine Reihe aufstellen müssen. Dann kriegen die dann halt so ein Honeycomb. Das kann ein Kreis, Dreieck, Stern oder ein Regenschirm sein. Und das hat er einfach nachgemacht. Wenn ich auf diesen Block jetzt drücke, droppt es etwas. Und hier drauf steht, da steht drauf, Rondje. Das ist random. Rondje heißt auf Niederländisch Kreis. Das heißt, wir haben den Kreis bekommen. Gehen dann zur Form hin. Das Kreis, das haben wir bekommen. Und wir müssen jetzt diese Form hier nachstellen. So wie dieser Kreis aussieht. Wir müssen das nachstellen. Das heißt, wir müssen das gucken. Und wenn wir nur einen Fehler machen, werden wir abgeschossen. Es ist wirklich so. Er hat einfach das Spielprinzip geändert. Aber es ist auch noch gleich geblieben. Er hat es einfach durchgespielt. Wir müssen dann gucken, wie das dann aussieht, nachmachen. Ich hoffe, ich verliere nicht, weil dann werde ich einfach ausgelöscht. Und das will ich nicht. Wenn ich nur einen Fehler mache, ist vorbei. Und das ist wirklich insane. So, ich glaube, so stimmt das. Seht ihr? So weit, so gut. Es ist gar nicht mal so einfach. Erstmal mache ich alle Wände weg. Zack,
Zack, zack. Ich glaube, soweit stimmt das noch. Ich hoffe es, weil sonst werde ich wirklich ausgelöscht. Dann habe ich Squid Game verloren, sterbe ich und habe keine 2 Millionen Euros. Puh, okay, soweit sieht das schon mal ganz gut aus. Als ich das mit ihm gespielt habe, hätte ich einen Fehler, ich war so am Schwitzen, hätte ich einen Fehler gemacht, wäre vorbei gewesen. Warte mal, habe ich schon verloren? Nein, das kann nicht sein. Nein, niemals. Bullshit. Ich bin halt der Profi. Wir machen weiter, ich baue das, ich glaube, so stimmt. Ich hab verloren! Nein! Ich hab voll verkackt! Ah! Egal. Einfach geschafft. Wir gehen weiter ins nächste Game. Wir haben es einfach geschafft. Seht ihr, das ist halt auch gar nicht mal so einfach. Brokkoli muss ich auch noch holen. Ich muss meinen kleinen Bruder fragen, ob er mir Brokkoli hochbringt. Hi. Hallo? Ey, kannst du mir Brokkoli hochbringen? Blumenkohl? Haben wir kein Brokkoli? Nein. Guck mal, was der gebracht hat. Komm her, Squid Game Profi. Guck mal, der holt einmal einen ganzen Blumenkohlkopf, Alter, Mann. Was soll ich hiermit? Weiß ich auch nicht. Wir gehen ins nächste Game rein und das war Seilziehen. Alles hier selbst mit der Hand gebaut. Alleine. Der ist 10 Jahre alt und verbringt sein ganzes Leben in Minecraft. Und ich glaube, genau so soll die Kindheit von einem 10-jährigen Jungen sein. Hier, Thug of War, das war Seilziehen. Wir gehen mal in dieses Team rein. Hier stehen die ganzen Leute schon. Da sind auch noch die Menschen. Wenn man irgendwie einen Fehler macht, wenn man flüchten möchte, wird man abgeschossen natürlich. Und hier ist dann das dritte Game. Und das Ding ist, es funktioniert wirklich auch schon wieder. Und zwar mussten wir die Angel nehmen und uns gegenseitig runterziehen. Es war so ein Battle, so 1v1. Es ging los, man musste dann die Angel und dann ihn so runterziehen. Es funktioniert halt wirklich, guck, es funktioniert genauso wie bei Squid Game. Er hat es einfach studiert, perfekt, runtergefallen. Und dann stirbt man. Wir gehen mal davon aus, dass wir gewonnen haben. Wir gehen weiter zum letzten Game. Ja? Du bringst mich gleich um, weil ich beim Kickspiel verloren habe? Okay, perfekt. Ciao! Und jetzt gehen wir zum letzten Game. Das ist das mit dem Glas. Und ich spiele das jetzt durch. Ich sag's euch so, wie es ist. Ich schaff das jetzt. Ist das hier? Ich hoffe, das ist hier. Genau, es ist hier. Das allerletzte Game. Jeder versteht das Spielprinzip. Oha, er hat's nicht... Oh, Joel hat einfach vergessen. Joel, warum bist du so peinlich? Warum bist du so peinlich? Ich habe dieses Spiel ja schon gestern gespielt. Und es gibt 2 Blöcke. Einmal die hier, wenn man da drauf springt, passiert gar nichts. Und dann gab es noch hier Nebenblöcke, die identisch aussahen. Weil ich das schon gemacht habe, sind die jetzt weg. Aber wenn man da drauf gesprungen wäre, wäre TNT geplatzt. Und dann wäre man gestorben. Ja? TNT, Sand drüber und dann Pressure Plate. Ich kann das gerne mal versuchen. Ja, er möchte, dass ich das zeige, wie das funktioniert, weil sonst ist er traurig. Es ist halt leider so. Was soll man machen? Wo sind die Pressure Plates? Da, perfekt. Sand muss ich noch haben. Smooth Sand. Ist das Sand? So. Das ist normales Sand. Ich habe das jetzt bekommen. Dann geht man... Doch, das ist normales Sand. Wie? Nein. Warum bist du so? Oh, er hat recht, das muss normales Sand sein. Okay, ich hab verkackt. Wo ist denn das Sand? Und dann steht man hier vor der Entscheidung, ob ich jetzt links oder rechts springe. Ich springe jetzt nach rechts. Zack! Einfach explodiert, einfach gestorben. Ich hab schon wieder das Sand gesagt! Ah, Schnauze! Und wir gehen jetzt zum letzten Game. Guck mal, er hat's einfach nachgezeichnet. Und hier ist dann das letzte Game, aber das ist halt nur so. Das sieht nur schön aus. Oder ja, wenn jetzt jemand hier wäre, wir haben hier gekämpft. Wir haben hier mit einem Holzschwert hat man bekommen und mussten uns dann gegenseitig abschlachten. So 1v1, PvP-mäßig. Und natürlich habe ich gewonnen, weil ich bin ja der Profi. Einmal wirklich Herzen in den Chat, der sieht das gerade. Er weint gerade bestimmt, weil ich so ein lieber Bruder bin. Ich bin einfach so ein lieber Bruder und zeig das einfach meinen Zuschauern. Guck mal, 10-jährige Jungs sind einfach halbe Babys noch. Ich zeig euch jetzt, wie ein 10-Jähriger aussieht. Dieser, so ein Junge hat das einfach gebaut. Es ist wirklich krass. So ein kleiner Junge hat einfach Squid Game gerade gebaut. Ich bin jetzt live, kommt vorbei. Aus dem neuen Office, kommt vorbei. Abonnieren.